So, und da sind wir auch schon wieder bei Fragen und Antworten mit Vaska. Folge 37, The Witcher. Nein, wir uns nicht auch so, wir fragen direkt, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ist es profitabel? Nein, obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Genau, die zweite Frage. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen. Und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Und? Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Yes, Karte erhalten, Turm, Tarotkarte. Aber wir sind noch nicht... Sind wir fertig? Egal, wir gucken jetzt die Karotkarte an. Oder die Tarotkarte an. Ich sollte Berengars Geheimnis, Tongruben, ja, der Bewahrer, mit Kalkstein sprechen, natürlich. Robnitz? Ja, na, brauche ich erst noch einen Eintrag. So, die Zungen. Wie viel habe ich denn schon? 3. Dann würde ich sagen, was ist das? Alraunwurzel, Bässchenfangzahn, Schöllkraut. Nö, sonst sehe ich ja jetzt keine Wurzel drin, ne? Nee, keine Wurzeln mehr da. Aber wir haben eine Tarotkarte. Darauf ist ein brennender Turm abgebildet, der vom Blitz getroffen wurde. 2 Gestalten stürzen von der Spitze. Ich will auch die neue Rüstung auf jeden Fall haben. Aber weißt, wir gucken jetzt erstmal was. Wollt ihr? Nein, ich will deine Waren sehen. Du hast ja nur Crepe. Was? Ja, nur Crepe hast du. Und der Teig brauchen wir noch. Soldatenfusel. Ganze Schnaps bringt 10. Oh, krass, Wahnsinn. Nicht interessiert. Naja. Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Das heißt, wir gehen mal ein paar ertrunkene Schlachten. Warte. Sind wir hier richtig? Tongruben, da sind die Tongruben. Da gehen wir hin. Bei Jean-Pierre vorbei. Jean-Pierre. Ja, nicht ganz an Jean-Pierre vorbei. Kann ihn immer mit weißen Myrte, wie gesagt, kann man ja nicht genug haben. Ein Ertrunkener und ein Ertrunkener. Kleiner Junge. Papa, Hilfe! Ich helfe dir. Komm,
Lauf! Helft mir! Hilfe! Geh weg, du Bestie! Geh weg! Ich hab dir geholfen, Bestie. Was? Nein, Kleiner. So, nicht Bestie. Diese morastigen Löcher müssen Lehmgruben sein. Das ist langweilig. Was ist denn da dran langweilig? Das ist super. Monsterschlachten. Nein, ich kann gerade nicht, Kleiner. Ich bin in der Schlacht. Das hilft dir doch. Wo bist du denn? Steh nicht so dumm rum. Hilf mir. Meine Fresse, du bist ein Scheißkind. Warum habe ich dir überhaupt geholfen? Dickes, ich spreche jetzt mit dir. Nein, ich sammle erst die Überreste ein. Hier könnten ja Zungen versteckt sein. Hier könnten Zungen versteckt sein. In den Leichen. Aber das sieht schlecht aus, nachts für Zungen. Wo bist du, kleiner Junge? Da hinten. Ich will mit dir sprechen. Kleiner Junge, warte. Die Götter kommen. Verschwinde. Wer stünde über den Göttern? Was soll der Blödsinn? Geh nach Hause. Aua. Am Ende muss ich noch töten. Ich hole mir erstmal die weiße Myrte. So. Schildkraut. Hauptsache, man redet mit einer tieferen Stimme. Na, kommst du zu mir, kleiner Ertrunkener? Schlüpp, schlüpp, schlüpp. Und weg ist die Rübe. So, Tonkrugen sind gecleant. Verstümmelte Leichnam. Zwei davon. Gehen wir mal schnell hin. Und was? Obwohl Ungeheuer das Fleisch dieses Leichnam verfetzt haben, ist klar, dass die tödlichen Wunden durch ein Schwert verursacht wurden und ein scharfes noch dazu. Was haben wir hier? Oh, ein unbekannter Grand und eine gespaltene. Oh, das ist aber super. Berenger ist tot. Was? Ach, das ist Berenger? Oh, ja, schade. Naja, wenigstens haben wir es rausgefunden. Was ist das? Ein Lager. Okay. Ein Lager also. Gut, wo sind wir hier überhaupt? Wo sind wir hier? Trauen wir uns ein bisschen weiter rein, ja, oder? Wir brauchen nur diese Zunge. Von ertrunkenen Toten. Alter, diese Viecher halten echt was aus. Komm schon. Komm schon. Oh nee, nicht du, Sophie, noch. Ah. Wieso trifft er die eigentlich nicht? Komm schon, ich will nur die Überreste. So. Nein, kein Hirn. Bleib weg, du Vieh. Ah.
Schnell wieder weg. Also wir müssen jetzt ganz vorsichtig machen, dass dieses Vieh uns ja nicht erwischt. Okay, da geht noch einer. Und schnell wieder weg. Haben noch zweimal Überreste. Schnell wieder weg. Au. Geh weg. Wir rennen mal wieder hier hin. Kleine Junge, Überreste? Wo sind die denn hier? Alles nehmen. Och nö, wird es jetzt Nacht oder was? Ich gehe mal zum Feuer. Da durch, zu dem Ertrunkenen. Ja, da durch, zum Ertrunkenen natürlich. Holen wir die zwei Ertrunkenen. Boah, Alter. Auszusehen, alter Tab gedrückt und dann waren wir schon draußen. weiterspielen. Aha, geht weg. Verschont mich! Komm schon. Metzel sie alle nieder. Komm, du auch noch. Wartet jemand auf die Fähre? Und hepp und bam. Weg mit dir, Funzel. So. Haben wir uns... Ein neuer Kunde? Kommt an Bord. Ja, ich glaube nicht, dass ich ein neuer Kunde bin. Ich war doch gestern schon hier. Verschont mich! So, sicherer Hafen. Ach, cool. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich muss jetzt erstmal meditieren. Bis zum Morgengrauen. Damit wir unsere Energie wieder auffüllen können. Und damit sie ein bisschen heller ist. Damit wir nicht so schnell drauf gehen. Braucht ihr ein Boot? Nein, immer noch nicht, Alter. Mann, Fresse jetzt. Wir müssen hier irgendwie uns weiter durchkämpfen. Alter. Wann waren wir denn da? Wann waren wir denn da? Golem Totenacker. Golem Toten. Ach, da ist der Friedhof. Okay. Schreine Methilia. Oath Obelisk. Tongruben. Dvaskas. Okay. Da ist ein Krähenauge gewesen. Was auch immer ein Krähenauge ist. Berenger ist tot. Ich werde Wesemir bei uns nächstes Treffen eine traurige Nachricht verkünden müssen. Ja, das werden wir machen. So, 10 Zungen, okay. Wolfs heute gibt's hier noch nicht. Würfelspiel. Alter Freund. Shani muss ich mir nochmal sprechen. Tongruben. Gehen wir doch jetzt erstmal wieder zum Vaska und auf dem Weg erledigen wir ein paar. Futzis, die uns hoffentlich nochmal 5 Zungen geben. Ich hoffe es. Oh, schade. Doch keine Gegner hier. Wollt ihr etwas fragen? Nein. Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Dann doch ihr könnt doch nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat, das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein. Die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Amanum Gual Eat. What the fuck?
Wow, wo kommen die denn alle her? Was ist das denn? Volksversammlung jetzt. Jetzt richten die Party ab hier. Endlich können sie wieder Sachen, Ton abbauen und Ziegel brennen. Was war das? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal schnell ins Haus. Das wirkt nämlich von innen viel größer als von außen. Kleiderschrank. Mitnehmen. Die Droiden des Heinz haben uns eine Dürre geschickt. Egal. Hier in der Nähe hausen einige hinterlistige, skrupellose Holzfäller. Holztruhe, ja. Von einem Zwerg angeführt. Zuckerpuppe. Nein. Alkohol, ja. Honigfarbe. Nein. Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schauen wir doch mal in dieses Haus noch rein. Was wir so finden. An geheimen Vorräten. Ein Kleiderschrank. Ein rostiges Schwert, ja, das ist super. Nein, ich wollte das Fass. So. Schleifstein. So, ich würde sagen, Schleifstein können wir auch direkt mal anwenden. Auf unser Hexersilberschwert. Dass wir da ein bisschen mehr Schaden bekommen. So, was haben wir noch? Um zu lesen, die Geschichte von Lara Dürren und Cracknan sowie Lodwy, sie die Menschen erzählten. Nee, von Lodwy. Lodwy? Ludwy. Oh, ist das eine süße Geschichte. Dankeschön. Elfen. Klosser-Eintrag. Erklären, was ist das? Rune der Erde. Silberschwert, Stahlschwert, Doritenschwert, Silberschwert. Sie kann auf die Klinge eines Silberschwertes eingeschrieben werden. Vielleicht muss ich dazu den Schmied aufsuchen. Nur mal so eine Vermutung. Unbekannter Trank, ich leg den mal hier oben hin. Vielleicht brauchen wir den nur noch. Aber ich würde das ungern hier draußen einsetzen. Weil ich nicht weiß, was das Ding bewirken wird. Und am Ende bringt es uns um oder so. So, was haben wir hier noch? Und was machen diese Obelisken? Sind das alles Lager oder was? Korb. Oh, eine Blaubeere. Eine einzige. Oh, ihr seid ja so reich. Was, die hat mir ein Amulett doch gegeben. Wo ist denn das? Kesar Saphira. Ach, das ist der da wahrscheinlich, was? Ja, ich glaube, das ist der. Ha, cool. Alkohol kommt mit. Fass. Alkohol kommt mit. Da gibt es keine Ausrede. Ja, wieder raus. Ich habe da Ertrunkene gesehen. Und noch eine Tür. Und dann gehen wir mal zu diesem Obelisken nochmal hin. Hallo. Ich bin nur ein Fremder, der gerne in eurem Haus... Haben wir bereits gelesen. Brauchen wir nicht nochmal lesen. Ich bin auch schon wieder weg. Tschüss. Und tschüss zu euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.